Hallo und herzlich willkommen zurück zum Piratenschreck. Also die Piraten sind der Schrecker und nicht wir. Der Erschrecker, nicht der Schrecker. Was auch immer ein Schrecker sein soll. Ich verhaspel mich mal wieder. Super. So. Ich frage mich immer noch, wie man hier irgendwie... Hier gibt's einfach nichts. Naja, wir schauen einfach mal weiter, sobald wir unseren Konvoi Piratenschreck noch weiter ausgebaut haben. Also noch zwei Koggen. Dann werden wir... Ich hätte gesagt zuerst mal Kornbrook. Weil Holgersen... Ich habe noch nicht so viel von Holgersen gehört, darum... Welcher Konvoi ist gerade angewählt? Ariel. Gut, gibt's hier noch irgendwas? Fisch, nicht Fisch, Käse. Fisch und Käse, die ähneln sich ja so stark, dass ich das jetzt verwechselt habe. So auf die Schnelle erkennt man ja keinen Unterschied. Stinkt ja beides. Okay. Holz verkaufen, noch mehr Ziegel verkaufen. Und das hier mitnehmen. So. Aalborg werden wir nicht anfahren. Da drüben gibt es auch nicht so viele Städte. Aber ich werde mal wieder Hamburg und Bremen, auch Köln, mal wieder anfahren. Ich hoffe, dass es hier keine Piraten gibt. Na, hat mich schon erschreckt. So, das werden wir nicht anfahren, aber Oslo. Wir verlieren Geld, 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 Geld. Immer mehr Geld verlieren wir. So, das Schöne ist, hier verdienen wir wenigstens ein bisschen was. Wenn auch nicht so viel wie gewünscht. Wir haben auch bloß 220 Lagerplatz und können den auch nicht voll machen, wie es scheint. Aber okay. Auf nach Hamburg, da waren wir ja schon lange nicht mehr. Ausnahmezustand, okay. Ach, apropos, wie schaut es in Lübeck aus? Der Aufschwung ist wieder da, das ist schön. Immer mehr Bevölkerung. Mit den Wohnhäusern schaut es gut aus. Okay, mit Lübeck geht's voran. Wenn auch langsam, aber es geht. Hier ist aber alles ganz schön teuer in Hamburg. Ja, komm, kaufen wir noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, gibt es in Hamburg eine eigene Biermarke? Weil Kölsch ist ja typisch kölnisch. Jetzt könnte ich was zum Bier sagen, aber ich trinke generell wenig Bier. Also eigentlich gar nicht. Ich bin nicht so der Biertyp. Ich bin eher so mit Kaffee oder zu Feiertagen mal. Huch. Ich habe gerade tatsächlich so viel Weizen gekauft. Super. Ich bin ja eher mal so der Typ, wenn irgendwie so ein Feiertag ist. So. Oder, keine Ahnung, Geburtstage. Sonst irgendwie was Besonderes. Dann trinkt man eben mal einen Stamperl oder zwei oder drei, vier oder fünf. Aber kein Bier. Ich weiß nicht. Bier ist jetzt nicht so mein Sach. Interessiert jetzt wahrscheinlich niemanden. Aber ich sag's einfach mal. Ich erwähne das bloß. Fahren mal nach Bruges und versuchen dann... Ne, vor London stehen halt die Piraten. Das ist ein glitzekleines Problemchen. Das mit den Piraten. Okay, hier können wir nichts kaufen. Wir haben bloß noch 106 Getreide an Bord. Aber wir werden mal nach Edinburgh fahren. Da ist auch noch ein Pirat. Hier können wir sogar das Getreide losbekommen. Das ist schön. Und kaufen hier mal wieder total unnützes Zeug ein. Aber wir verdienen wieder so ein bisschen Geld. Das ist schön. Theoretisch sollte ich mal meinen Konvoi wieder anschauen, wie es mit ihm steht. In der Zwischenzeit fahrst du mal nach Bergen. Ich hoffe, dass in den Bergen keine Piraten sind. So, wie schaut es ja aus mit den Waren? Okay. Wir haben extrem viel Hanf.
Wir haben extrem viel Hanf. Werden das mal in Malmö einlagern. So, damit wir wieder Platz haben. Das hast du gut gemacht. Nun engagiere dich stärker in der Lokalpolitik. Ich möchte, dass du dich zum Bürgermeisterkandidat von Lübeck aufstellen lässt. Hierzu benötigst du den Rang Ratsmeister. Steige also noch einmal im Rang auf und lasse dich dann im Rathaus als Bürgermeister nominieren. Hä? Ich habe zwar nichts gemacht, aber anscheinend war das richtig. Du hast einige Forderungen von Herzog Heinrich zu Mecklenburg erfüllt. Eine Belagerung von Lübeck oder einer anderen deutschen Stadt konnte damit erst einmal abgewendet werden. Okay. Finde ich zwar seltsam. Wir haben ihn bei 99%. Was ist gerade passiert? Warum sind wir bei 99%? Hallo? Ich muss gerade weinen. 250 Hanf. 40. Wow, das könnten wir eigentlich annehmen. Mal schauen, ob das noch reicht. Okay, hier anscheinend nicht viel einkaufen, sondern eher verkaufen. Obwohl. Wir können hier ja sowieso nicht so viel einladen. Wir haben ja bloß 220. 220 haben wir bloß an Platz. Was natürlich viel zu wenig ist, um hier ordentlich irgendwas... Ich glaube, das ist keine gute Idee da... Oh, doch, ist eine gute Idee da vorbeizufahren, okay. Wie schaut es hier also aus? Wohin musste das nochmal? Darlehensangebot. Wir könnten ein Darlehen annehmen... Werde ich aber nicht machen. Und die andere Aufgabe, die ist jetzt flöten gegangen. Natürlich. Wäre auch viel zu schön gewesen, wenn sie noch ein paar Tage da gewesen wäre. Aber okay. Ein Piratenkonvoi des Piraten Combo versenken. Ja. Nehmen wir mal an. Weil, warum nicht? So, Piratenschreck. Du erhältst noch eine Kogge. Und dann im Februar haben wir dann 4 Koggen mit insgesamt 80 Kanonen. Und dann werden die Piraten eine auf den Mund bekommen. Achso, wie schaut es gerade aus mit unserem Konvoi? Salz wird nicht eingeladen. Wird Salz überhaupt eingeladen? Nein. Expedition zurückgekehrt. Werden gleich mal weiterfahren. Geht nicht. Weil wir reparieren müssen. Auch gut. So, ab nach Brügge. Hier. Es herrscht Hungersnot. Ist mir total egal. Da stehen sowieso bloß 2 Häuser rum. Also noch ist es mir egal. Irgendwann werden wir die ganze Welt beherrschen. Ich weiß auch nicht, warum hier für 2 Häuser eine Mauer außenrum stehen muss. Die übrigens links und rechts einfach aufhört. Aber okay. Was wollte ich gerade noch machen? Also mit den Schiffen schaut's okay aus. Wir brauchen noch 2 Kontore. Einen wollte ich ja in Oslo bauen. Wenn ich da denn irgendwie zu Ansehen komme. Die Frage ist bloß, wie Handel natürlich. Aber ob Handeln jetzt auch so sinnvoll ist, also momentan sowieso, wir brauchen ja Geld. Aber mit Oslo ist die Frage. Es gibt Steckerlfisch. Ansonsten gibt es ja auch nicht so sonderlich viel. Holz und Ziegel, ja okay. Eisen brauchen wir natürlich sehr dringend. Darum werde ich mit dem Eisen mal hier nach Lübeck fahren. Und hier erstmal alles verkaufen, was wir so an Bord haben. Das auch? Was ist das überhaupt? Kelche? Nein, Met. Okay, Met. Met ist immer gut. Met, Met, Met. So, haben jetzt 220 Hanf. War das sinnvoll? Nein. Darum schauen wir mal. Darlehensangebot? Nein.
da drüben günstige Waren zu kaufen. Wow. Fast 1000 Bier, Salz, Honig. Ja, das wäre schon was, aber die Frage ist halt eher, wie bekommt man sowas los? Wie schaut es hier übrigens aus mit den Waren? Wir haben kein Holz. Ach, ich bin auch so blöd. Ich verkaufe das Holz ja immer. Ich verkaufe das Holz. Werner Osenbrecht, ich kenne ihn sogar. Ich verkaufe das Holz. Kann ich das auch... Kann ich das also in Lübeck ausladen ins Kontor? So, einlagern in Kontor. So, jetzt ist es nämlich richtig. Jetzt ist es nämlich richtig. Und in Malmö sollte ich mal schauen, wie das mit... Zuerst mal Aufgaben. Brautwerbung, wie gesagt, Björn Odin und die anderen lieben Zuschauer. Schreibt bitte in die Kommentare, wie das mit der Brautwerbung ausschauen soll. Das ist falsch. Wo ist... Da ist Kontor. Waren. Also so viel haben wir nicht. Wir könnten hier mal Hanf bis 0. Das ist 10. Bis 0. Und werden Käse auch mal bis 0 machen. Sodass er automatisch verkauft. Wir können die Preise dann noch per Hand anpassen. Aber... Das werde ich ein anderes Mal machen. Vielleicht auch offline. Also nicht in der Aufnahme. So, wie schaut's hier aus? In 20 Tagen, Pi mal Daumen. Und sonst gibt's eigentlich gerade nichts zu machen, außer dass uns dauernd Lagerkosten entstehen. Und ich weiß nicht warum. Einnahmen und Ausgaben. Die letzten 10 Tage. Ausgaben von 10.000. Wir zahlen hier extrem viel. Also es pendelt sich relativ gut ein. Zum Beispiel für den letzten Monat haben wir bloß einen Verlust von minus 1.800, wollte ich sagen. Wir zahlen extrem viel Lohn. Wir zahlen extrem viel Lohn, extrem viele Grundsteuern. Aber es pendelt sich relativ gut ein. Also wenn wir noch mehr verkaufen, haben wir sogar einen Plus hier in der Stadt. Wir haben kein Getreide. Machen wir da bis 100. Und ansonsten schaut's gut aus. Eisen brauchen wir halt noch. Aber früher oder später haben wir auch Eisen. Die Frage ist jetzt eher, wo bauen wir... Wir brauchen zwei Konture. Einen möchte ich sowieso hier oben in Oslo machen. Das zweite in Rostock wäre ganz nett. Weil dann haben wir hier dieses Stück hier schon mal, was uns gehört. Honig. Was machen wir mit Honig? Hier können wir halt auch bloß Honig zusätzlich produzieren. Schauen wir mal an. Interessiert uns die Bohne. Bier nach Novgorod. 30 Salz benötigt. Ja, das nehme ich an. Und 145 Bier nach Novgorod. Nehme ich auch mal an. 145 Bier. 145 Bier, das erstmal ins Konvoi, ins Kontor. Wie viel Salz und wie viel Bier nochmal? 30 und 30 Salz, 145 Bier. 30, 145. 30. Und Bier habe ich keins mehr. Super. Darum wirst du mal umdrehen, oder? Sind halt auch bloß 30 Bier, okay, da passt's. Werden hier eben einkaufen. Nicht hier, sondern in Rostock. Warum ist Auftrag fehlgeschlagen? Was für ein Auftrag? Erhöhung der Produktion in Lübeck.
Einen Piratenkonvoi versenken. Okay, da gibt's sogar ein Zeitdings. Auch gut zu wissen. Hier können wir auch bloß 105 einladen. Das ist teuer. Aber ist mir egal. Ansehen kann ruhig sinken, das ist mir egal. Wir werden hier dann auch noch ein bisschen einladen. Nämlich so noch 19. Ob das wieder so schlau ist, ich wage es zu bezweifeln. Ah nee, ich brauche ja gar nicht 100. Egal. So, in Rostock werden wir Salz. Halt, stopp. 30 Salz benötigt und das andere nach Novgorod. Okay. Hier 30 Salz. Und das andere in Novgorod. Das andere in Novgorod. Wo ist Novgorod nochmal? Novgorod ist da hinten. Ach du meine Güte. So, ich hoffe, dass uns keine Piraten in die Quere kommen. Das wäre nämlich blöd. Aber es schaut ganz gut aus. Hier noch Bier nach Novgorod. Haben zwar wieder ein bisschen Verlust gemacht, aber haben die Aufgabe gelöst. Hier werde ich mal ein bisschen Felle kaufen. Felle sind immer gut. In Novgorod können wir sowieso sehr gut einkaufen. Sehr, sehr gut. Oh, das war sowieso schon mit dem Platz. Kauft 145 Bier in Rostock. Ups. Wie viel Zeit habe ich noch bis zum 11.? Oh, lesen muss man können, Grutzi. Dann fahrst du eben schnell nach Rostock und kaufst ja noch Bier. Dankeschön. Super. Ganz toll gemacht, Kurzi. Oh, da fehlt Bier. Warum fehlt da bloß Bier? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil wir alles gekauft haben. Weil der Kurzi wieder zu blöd zum Lesen ist. Ach je, Patrizia mal wieder. So, Ansehen in Stettin gestiegen, ist mir egal, wie schaut es hier jetzt aus. Mit dem Ansehen steht es auch da drin. Minus 4. Man kann tatsächlich negatives Ansehen haben. Das ging in die Hose. In die Hose ging das. Aber okay, habe ich auch noch was dazugelernt. Man kann ja auch nicht alles wissen. Obwohl mich das schon ein bisschen aufregt. Wahrscheinlich bin ich immer noch etwas genervt von der letzten Folge. Als wir unsere drei Schiffe verloren haben, mit dem wir eine Folge zuvor noch grandios gewonnen haben, haben wir jetzt einfach mal verloren. Weil warum auch nicht? Aber egal, das passt schon. Auf jeden Fall geht uns gerade extrem das Geld flöten. Aber hier werde ich jetzt noch ein Schiff hinzufügen. Dann haben wir hier schon mal unseren Piratenschreck fertig. Haben zwar kein Geld, aber Dreikampf. Ja, da ist ja Kaffee. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Spiel. Warum? Warum? Dann werde ich dich eben da hinzufügen. Ist auch gut. Dann haben wir hier wenigstens ein bisschen Schutz und mehr Lagerraum. Okay. Aber wir haben drei Kampfschiffe und werden hier oben. Benötigt ihr einen Auftrag der Hanse? So, die Frage ist jetzt bloß, wie?
Kornbrook. Seit dem 1. Januar 0. Als Jesus geboren wurde, war er schon unterwegs. So, wie kann ich jetzt hier... So, wie funktioniert das jetzt mit dem Piratenverstecken? Also hier wahrscheinlich nicht. Das muss irgendwo da sein. Markthalle sowieso nicht. Das muss bei der Gilde sein, aber Maßnahmen? Wahrscheinlich müssen wir einfach bloß ein Level-Up erhalten. Brauchen immer noch 4 Schiffe, 2 Kontore, wir haben kein Geld, aber alles ist top in Butter. Werden aber Lafitte... Halt, stopp. Lafitte? Gibt's nicht. Lafitte? Gibt's auch nicht. Was gibt's hier für eine Aufgabe? Nein, Geld haben wir nicht. Aber wir werden hier mal gegen Lafitte antreten, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich habe jetzt 4 Folgen aufgenommen. Das reicht erstmal für 4 Tage. Und wie spät ist es? Ja, theoretisch könnte ich noch eine 5. machen. Ja, ich glaube, ich mache noch eine 5. Aber ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Und wie immer gilt, grüßli, euer Mr. Kruzi.